Bisschen. Also machen wir es draußen, dann kann es verfliegen, okay? Das ist letztendlich ein Lehmstreichputz. Wie gesagt, der kommt in Pulverform. Und da muss man mit Pigmente, in diesem Fall die Farbe, die wir gestern ausgesucht haben, anhand dieser Karten. Diese Rezeptur wird von Hersteller gemacht. Da muss man wirklich diese Pigmente mit diesen Grundmischungen vermischen. Und dann geben wir Wasser zu und dann ist der Strahlputz fertig. Okay, wir müssen da 6 Liter Wasser reintun. Okay? Viele Leute haben das probiert, wie viel ist denn 6 Liter überhaupt? Mhm. Ne? Also einen ganz normalen, kleinen Otto normal zu brauchen. Jeder hat eine Wasserflasche zu Hause, der entweder einen Liter hat oder 1,5 Liter. Wenn wir 1,5 Liter Flasche haben, dann tun wir 4 Stück rein, haben wir unsere 6 Liter schon drin. Mhm. Okay, mach den Quill fertig. Weil das letztendlich ein Lehmputz ist, der Lehm zieht Wasser, okay? Also müssen wir den nach der Ruhezeit den Lehmputz noch einmal durchquirlen, dann kann's losgehen. Wichtig, der Untergrund muss trocken sein, staub- und fettfrei. Oh, hast du schon angefangen? Ja. Super. Bevor du jetzt weitermachst, geh mal kurz mal hier, zeig dir was. Wenn wir jetzt diesen Streichputz streichen, da ist so eine ganz feine Körnung drin. Hm. Wenn wir einfach nur zur Seite nehmen, dann haben wir diese Körnung, da haben wir überhaupt keine Struktur. Okay? Also hier hast du praktisch richtig ausgestrichen, bis mehr Farbe mehr da ist. Wir mussten einfach mehr Material nehmen und kleine Bewegungen, immer so hoch, runter, sodass wir dieses Material verteilen und dann haben wir hier so eine Struktur, so ein Bild rein. Die Struktur schon drin. Das ist ja so sogenannte Signatur. Also wenn du das machst und wenn ich das mache, dann haben wir 2 komplette Bilder. Also wenn du jetzt mit mehreren Leuten streichen solltest, dann sucht sich jeder eine Wand aus und jeder macht eine Wand für sich. Wenn du 2 Leute auf den gleichen Wand hast, sieht es letztendlich checkig aus, weil du machst es so und der andere macht es so. Also bekommt jeder seine eigene Wand zum Streichen. Zu dritt geht es ja auch viel schneller. Tomo ist als erster fertig und kümmert sich schon mal um die Sockelleisten. So, meine Wand habe ich fertig. Ich benutze jetzt die Zeit, bin hier rausgekommen, habe mich schön in die Sonne hingestellt mit dem Fliesenschneider. Ich mache jetzt die Sockelleisten, die wir nachher dran kleben wollen. Ich habe so 6 cm genommen. Für diese Formatfliesen ist das eine schöne Größe. Aber wie ihr seht, es ist ganz schön heiß hier draußen. Ich schwitze. Ich glaube, ich gehe mal in den Schatten, trinke mal schön was Schönes. Und Steffen kann nachher die restliche Fliesen schneiden. Okay, weil wir jetzt hier drin gearbeitet haben, ist doch Dreck, sag ich mal so, von unseren Schuhen und so weiter, eher in den Fliesen rein. Wenn das der Fall sein sollte, einmal durchsaugen. Nicht einfach mit dem Besen rein, dann haben wir diese Körnchen und alles in die Fugen drin. Und wenn wir nachher die Fugenbrei reinmachen, dann gucken die wieder raus und das sieht hässlich aus. Richtig schön mit dem Staubsauger einmal rübergehen, sind die Fugen wieder sauber und dann können wir erst verfugen. Aber als erstes die Sockelleisten anbringen. Aus einer Fliese lassen sich je nach Größe logisch 3 bis 5 Leisten schneiden, die den optischen Eindruck im Raum abrunden. Fangst du jetzt einfach aus der Ecke raus an, duckst du unten und duckst du nach oben. Der Fliesenkleber quetscht sich nach oben hinweg und ist weg. Genau, siehst du? Dann haben wir schön sauber an der Kante, passend zu dem Fugenbild. Stefan lernt schnell und fließt die Sockelleiste ganz allein. Okay, so. Den letzten Akt sozusagen. Wichtig ist dabei, dass wir den Kleber, den restlichen Kleber, die überschüssigen Kleber mit einem Schwamm abwaschen, sodass die Fugen sauber sind. Weißt, wenn wir verfugen, dass es ein sauberes Bild gibt. Okay? Das machen wir gleich. Alles klar? Falsch, alles klar. So, was habt ihr denn? Super, hast du fein gemacht. Na? Alle Sockel dran. Jetzt muss man natürlich den Boden verfugen. Ne? Dazu brauchen die beiden Fugenmasse und das nicht zu knapp. Für das 26 Quadratmeter Wohnzimmer etwa 12 Kilo. Cremig gerührt verstreichen sie die Masse in die Fugen. Diese Fugen wird relativ schnell fest, weil die Materialien, die wir haben in den Fugen, zieht relativ schnell die Feuchtigkeit aus der Masse raus. Und dann wird er relativ gut hart. Wir verteilen das jetzt über das Zimmer, über die Fugen. Und dann können wir schon relativ direkt danach schon angefangen zu wischen. Während Stefan noch die Sockelleisten verfugt, macht sich Tomo schon ans Saubermachen mit dem sogenannten Schwammbrett.
Okay, wir haben hier ein Schwammbrett. Da ist einfach so ein dicken Schwamm drauf. Hier haben wir so eine Vorrichtung, die wir jetzt das Wasser ausquetschen können. Und dann legen wir den Schwammbrett an und ziehen wir gerade rüber. So waschen wir die Fugen nicht aus, so bleiben die schön gerade parallel. Wenn wir jetzt mit einem ganz normalen Schwamm reiben würden, dann würden wir die ganzen Fugenmaterial aus der Fugen raus. Jedes Mal einmal rüber, einmal waschen. Das Ergebnis grau in grau, so sah das Wohnzimmer noch vor wenigen Tagen aus. Unter Tomos Regie hat Stefan mächtig rangeklotzt. Entstanden ist ein Raum im mediterranen Stil, ganz so wie Stefan und Tanja es geplant hatten. Er bringt es nur auf 3 Stundenkilometer, aber